Vor Fukushima die Laufzeit von Atomkraftwerken im Schnitt um 12 Jahre verlängern wollte. Vor Fukushima wollten die Laufzeit für Atomkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland im Durchschnitt um 12 Jahre verlängern. Dann passierte die schreckliche Katastrophe von Fukushima. Viele Menschen haben ihr Leben verloren, ihre Gesundheit verloren, ihre Heimat verloren. Und dann hat Berlin die Meinung geändert. Und wenn wir eigentlich ehrlich sind, war es ja nicht nur Fukushima, was dazu geführt hat, dass sie ihre Meinung geändert haben, sondern es war vor allem auch, dass in meiner Heimat in Baden-Württemberg der Ministerpräsident mittlerweile Winfried Kretschmann heißt und nicht mehr Mappus heißt. Und dann haben die in Berlin gedacht, hoppla, bevor uns das überall passiert, müssen wir irgendwie weg vom Atom, dass wir den Grünen das Atomthema wegnehmen. Nur jetzt kommt die eigentliche Frage, was kommt denn statt Atom? Und da kann ich bei Norbert Röttgen nur sagen, da ist nicht viel. Weil das eigentliche Thema erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz, da macht er sich vom Acker. In Berlin bremst die Bundesregierung, seine Bundesregierung, dass wir endlich strengere Richtlinien bekommen bei der Energieeffizienz. Und hier in Deutschland wickeln sie die Photovoltaik ab. Norbert Röttgen hat mit unterstützt, dass die Photovoltaik in Deutschland Schritt für Schritt abgewickelt wird. Grüne Politik sieht anders aus. Grüne Politik fördert erneuerbare Energien. Norbert Röttgen wickelt sie ab. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, wie das zusammenkommen soll. Ich habe viel Fantasie, aber dafür reicht meine Fantasie nicht. Danke, auch dafür die Fragen. Doch, ich sehe das ähnlich so und ich denke so, ich beschreite mir auch den Wahlkampf. Eine nächste Frage ist eine persönliche Frage, Cem. Sehen Sie sich mehr als Schwabe oder als Deutscher oder als Türke? Ich glaube, da ist von allem ein bisschen was dabei. Ach so. Nimm die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen, hat der freundliche Herr mir vorher gesagt. Da ist was dran. Evaristo Parapoli. Paragalo, paragalo. In allen Sprachen kann ich das aber nicht. Bevor jetzt noch andere auf die Idee kommen. Also, reicht das als Antwort? Die ersten Worte, die ich im Kreißsaal gehört habe, waren Schwäbisch. Ich muss gestehen, die Erinnerung verblasst ein wenig mit der Zeit. Im Elternhaus haben wir Türkisch gesprochen. Und als ich dann etwas größer wurde und ein bisschen angefangen habe, mehr zu fragen, habe ich festgestellt, bei meinem Vater ist da noch ein bisschen was Tscherkessisches mit dabei. Für die, die sich auskennen im Unterricht, Kaukasusvolk. Dann habe ich noch ein bisschen tiefer gegraben, habe festgestellt, dass bei meiner Mutter die Großmutter griechische Vorfahren hat. Sie sehen, also ist von allem ein bisschen was dabei. Und ich glaube, wenn wir alle mal tief genug suchen und zurückgehen, stellen wir das alle fest, dass wir alle Kinder von Adam und Eva sind. Also insofern, ich kann nur sagen, die Menschen, die an Monokultur glauben, die Menschen, die an Nationalismus glauben, das sind sehr arme Menschen. Die Menschen, die daran glauben, dass Kulturen, Sprachen, verschiedene Religionen, Konfessionen uns bereichern, das sind reiche Menschen. Eine Frage, du sagtest eben, unsere Spitzenkandidatin Silvia Löhrmann, eine super gute Politikerin, auch als Schulministerin. Sie würde sich sicherlich auch über die Frage mit dieser Frage oder hat sich damit auseinandergesetzt. Wie stehen die Grünen zum Erhalt der Gymnasien? Wir machen keinen Bildungskrieg, sondern wir akzeptieren die Schulformen und sagen, ihr hier vor Ort wisst besser, was für Reit besser ist und nicht die in Düsseldorf und erst recht nicht die in Berlin oder sonst wo. Darum sagen wir, es muss eine Wahlmöglichkeit geben, wir schaffen das Gymnasium nicht ab, aber wir schaffen zusätzlich die Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule hat übrigens zur Konsequenz, dass wir in Orten, wodurch durch den demografischen Wandel es immer schwieriger wird, eine Sekundarstufe zu haben, dass wir dadurch überhaupt eine Schule noch am Ort halten, dass wir verhindern, dass Kinder über viele, viele Kilometer weit fahren müssen, um zur Schule zu kommen. Also entgegen dem, was die FDP und andere versuchen, einem einzureden, wir schaffen keine Schulform ab, sondern wir sorgen dafür, dass sie entscheiden können, was für ihre Kinder die beste Schule ist. Ich finde, das ist mehr als das, was die anderen wollen. Wir bleiben beim Thema Bildung und haben die nächste Frage. Was denken Sie über die Studiengebühren? Sollen wir die Studenten noch mehr fördern?
Da haben wir Wort gehalten, wir haben versprochen, dass wir die Studiengebühren abschaffen und wir haben sie abgeschafft. Aber wir haben nicht nur das gemacht, wir haben auch dafür gesorgt, dass das Geld bei den Universitäten bleibt und das ist entscheidend. Weil wir haben es nicht so gemacht wie in Hessen, wo die Studiengebühren abgeschafft worden sind, aber die Universitäten anschließend weniger Geld hatten. Sondern das Geld bleibt in der Uni, Studiengebühren werden abgeschafft und wenn ich das noch sagen kann, wir zahlen in Deutschland ungefähr 40 Milliarden Zinsen. Und 2 Milliarden zahlen wir für BAföG. Das stimmt was nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir künftig durch weniger Schulden weniger Zinsen zahlen und dafür mehr BAföG zahlen, weil das ist gut angelegtes Geld, wenn unsere Kinder unabhängig vom Geldbeutel der Eltern studieren können. Da ist jeder Cent gut angelegt. Applaus